Name ist Ramona Sonntag. Zusammen mit unserem motivierten Team führen wir diese wunderschöne Schwimmhalle. 2 Jahre Bauzeit gehen nun endlich zu Ende und wir möchten Ihnen zeigen, was sich alles verändert hat. Mein Name ist Detlef Dille. Schon am Eingang fällt auf, dass sich vieles verändert hat. Wir haben ein neues Wandbild von der Künstlerin Diana von Street Art, welches sehr lebendig ist und super, super farbig gestaltet von ihr. Besonders gut gefällt mir, dass sie alle Altersgruppen dort aufgenommen hat, von jung bis alt, und diese halt nach unseren Vorstellungen an die Wand gebracht hat. So, dann schauen wir mal. Ja, 1986 wurde die Schwimmhalle eröffnet. Das war natürlich sensationell. Mitten im Neubaugebiet hier eine 50-Meter-Halle. Wurde auch sehr gut angenommen. Das war ja eigentlich im Grunde genommen rar gewesen. Es gab nur immer Volksschwimmhallen, wie man so schön sagt. Die waren 25 Meter. Deswegen war das so einzigartig, eine 50-Meter-Halle hier in dem Marzahner Gebiet. Helmut Behrendt war der erste Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees der DDR und der übte das Amt von 1952 bis 1973 aus. Unser neuer Kassentresen gefällt uns besonders gut, weil er eben die Räumlichkeit hat, groß und ähnelt einer Rezeption vom Hotel. Weil hier ist der Drehpunkt, der Angelpunkt, hier laufen die Fäden zusammen, hier stellen die Gäste Fragen und zugleich haben wir hier eine Möglichkeit, Kaffee unseren Gästen anzubieten und hoffen natürlich auch, dass das genutzt wird. Der eigentliche Grund, weshalb das Bad so lange geschlossen war, sind jedoch die Bauarbeiten in der Schwimmhalle. Die übersieht man am besten von der Balustrade im ersten Obergeschoss. Unsere Schwimmhalle ist besonders beliebt wegen des großen Beckens. 8 Bahnen, Fassungsvermögen 2 Millionen Liter Wasser. Die Schwimmhalle ist ein Mittelpunkt für Schulen, Vereine, aber auch für die allgemeine Öffentlichkeit. Sie können es alle kaum erwarten, genauso wie wir, dass es bald wieder losgeht. Unser Schwimmbecken hatte ein Handicap. Es war schlicht und einfach nicht 50 Meter lang. Es fehlten 4-5 Zentimeter. Und aus dem Grund konnten wir nie Wettkämpfe hier austragen, weder international noch national. Anlass für die Bauarbeiten war, dass sich die Fliesen einfach gelöst haben und nicht die 50 Meter, die nicht ganz genau stimmten. Und aufgrund dessen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war, haben wir uns entschieden, das zu erneuern. Zu Anfangs haben wir geglaubt, die Taucher können den Schaden reparieren, die Fliesen zu kleben. Aber es nützte nichts, es wurde immer schlimmer, eine Sanierung war unausweichlich. Anfangs hofften wir, dass alles schnell gehen würde, dass die Bauarbeiten sich so lange hinziehen würden, damit haben wir nie gerechnet. Auf der Baustelle hier in Marzahn haben wir leider sehr viele böse Überraschungen erleben müssen, weil die Bausubstanz im Ganzen leider nicht dem entsprach, was wir hätten erwarten dürfen anhand der Unterlagen und dem, was man normalerweise erwarten dürfte. Aber trotzdem haben wir nun endlich nach langer Zeit ein fast komplett neues Schwimmbecken hier herstellen können mit neuer Bodenplatte, neuer Betonage, neuer Abdichtung und am Ende auch mit einer ganz neuen, frischen Edelstahlauskleidung. Ich bin Ben Colvin, ich leite die Abteilung Bau und Facility Management bei den Berliner Bäderbetrieben. Der ursprüngliche Plan war, die vorhandene Keramik, Fliesenauskleidung nur zu überdecken mit einer Edelstahlauskleidung. Der ganz wesentliche Grund dafür war, die darunterliegende Abdichtung des Beckens nicht anzufassen und entsprechend auch nicht zu beschädigen, weil wenn diese denn über viele Jahre und Jahrzehnte funktioniert, dann ist das quasi ein No-Go, an diese Abdichtung ranzugehen. Um das Edelstahlbecken in das bestehende Becken einzubringen, ist es erforderlich, im oberen Bereich zur Verankerung den Beckenkopf abzuschneiden. Und bei diesen Arbeiten haben sich großflächig Fliesen gelöst und auch die Unterkonstruktion des Betons hat nicht die Güte gehabt, die wir erwarten durften. Als sich die ersten Fliesen gelöst hatten, haben wir einen Gutachter bemüht, um
die Situation festzustellen, wie es sich denn tatsächlich mit der Konstruktion verhält. Leider ist dabei herausgekommen, dass wir die Konstruktion wie ursprünglich geplant nicht erhalten können. Alle Fliesen mussten runter, wir mussten bis auf die Grundkonstruktion, das heißt bis auf den Beton runter, und damit mussten wir tatsächlich dann doch die Abdichtung entfernen, was ja ursprünglich der Plan war, dass wir das auf keinen Fall tun wollten. Und das war der erste Schritt zu einer deutlich verlängerten Bauzeit und auch einer erheblichen Erhöhung der Baukosten. Wir mussten also nicht nur die Fliesen entfernen, sondern tatsächlich bis auf den Rohbau, also bis zum Beton, alles abreißen. Und das war ein Riesenaufwand mit erheblichem zeitlichem Ausmaß und erheblichen Kosten verbunden. Und daher geriet der Terminplan leider von Anfang an völlig aus den Fugen. Das war leider noch nicht alles. Fast am Ende des Rückbaus mussten wir feststellen, dass auch der Sockel, also der Beckenboden, auf dem das ganze Becken ruht, qualitativ nicht in dem Zustand war, den wir hätten erwarten dürfen, und auch nicht zugelassen hat, dass wir darauf die neue Konstruktion aufbringen, denn das hätte schlicht und ergreifend nicht gehalten. Das hieß, auch die Bodenplatte musste raus, also neue Bodenplatte, neue Betonage, neuer Estrich, neue Abdichtung und komplett neuer Aufbau des neuen Beckens. Mit dem Rückbau der Bodenplatte und dem Neuaufbau stellte sich die Frage, ob die Standfestigkeit der gesamten Schwimmhalle gefährdet sein könnte, weil mit dem Wegnehmen der alten Bodenplatte quasi die Gefahr bestünde, dass die Beckenwände zur Seite klappen, was dann gegebenenfalls auch bedeuten könnte, dass die gesamte Tragfähigkeit der Halle gefährdet wäre, und auch das mussten wir wiederum gutachterlich untersuchen lassen, aber dort haben sich unsere Befürchtungen nicht bestätigt. Die Tragfähigkeit der Halle war gegeben und wir konnten so verfahren wie geplant. Die Nachricht, dass mit dem Wiedereinbringen der Bodenplatte die Tragfähigkeit der Halle nicht gefährdet ist, war dann gleichzeitig das Startsignal, mit dem Wiederaufbau des Schwimmbeckens und der Schwimmhalle zu beginnen. Zunächst musste also die neue Bodenplatte hergestellt werden aus Beton, darauf aufbauend ein neuer Estrich, darauf aufbauend eine komplett neue Abdichtung und schlussendlich die Auskleidung mit Edelstahlelementen. Die Edelstahlauskleidung besteht aus über 30.000 Einzelteilen. Der ganze Aufwand hatte am Ende auch sein Gutes, so konnten wir den historischen Baumangel beheben und das Becken auf exakt 50 Meter verlängern. Damit ist das Becken zwar wettkampftauglich, aber für internationale und große Meisterschaften leider immer noch nicht geeignet, da uns leider die Tribüne fehlt. Aber die Verlängerung ist sicherlich eine gute Nachricht für unsere sportlichen Schwimmer und Schwimmerinnen. Schön am neuen Becken ist, dass wir nun eine Trennwand haben. Was bringt uns das neue Feature? Das neue Feature bringt uns, dass wir auf 25 Meter unser Becken verkürzen können, dass wir mehr Kurse anbieten können und die Vereine nun auch mehr Platz haben. Somit haben auch die Schwimmer auf den 50 Meter Bahnen mehr Freiheiten. Die nächste große Aufgabe liegt an. Die Bauarbeiten neigen sich zum Ende. Es wird eine Bauendreinigung und eine Grundreinigung werden. Man kann es richtig erkennen. Überall ist der Staub dick aufgetragen, in jeder Ritze. Und das wird bestimmt eine Woche dauern und dann können wir wieder ans Netz. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, solange die Bauarbeiten hier stattfinden, und haben versucht, was zu verbessern, was zu verbessern geht in der Sauna. Das ist zum einen die künstlerische Gestaltung durch Graffiti im Saunahof, die Wände, und haben auch den Fußboden ausgeglichen mit LED. Bunte LED-Spots kommt sehr gut an und hoffen natürlich, dass sich unsere Gäste weiterhin so wohlfühlen und uns besuchen. Wenn die Pandemie es zulässt und wir wieder unsere Sauna eröffnen können, werden wir auch neue Angebote haben. Unter anderem einen Saunavormittag nur für Mütter mit Kleinstkindern und auch einen Saunavormittag für Kitas, die es gerne mal ausprobieren möchten. Wir freuen uns sehr, dass die Bauarbeiten nun langsam zu Ende gehen und wir den Kundinnen und Kunden unsere rund erneuerte Schwimmhalle präsentieren dürfen. Wir freuen uns auf Sie. In der Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz. In Marzahn.